ich zeige euch heute, wie ihr die Ärmel bei einem Raglan-Pullover stilllegt. Ich stricke gerade einen für meine Tochter. Wie ihr den Anfang berechnet und die Raglan-Zunahme macht, habe ich euch bereits in zwei anderen Videos gezeigt. Findet ihr alles in meiner Playlist Raglan-Pullover stricken, verlinke ich euch unten. So, ich bin jetzt ja hier an der Mitte von meinem Vorderteil. Das ist immer mein runder Anfang. Und ich stricke jetzt hier bis zur nächsten Raglan-Linie. Und das sind dann unsere Ärmel, die ich dann stilllegen werde. Also jetzt einfach ganz normal weiter stricken. Wie gesagt, hier befinde ich mich gerade jetzt noch beim Vorderteil. Und von hier an wird auch nicht mal mit Zunahmen gearbeitet. Also ich nehme jetzt nicht mal an den Raglan-Linien zu, weil jetzt habe ich ja meine Höhe erreicht, sondern teile jetzt das ab und werde dann nur noch in glatt rechts ohne Zunahmen weiter stricken. So, die Markierer markieren mir ja meine Raglan-Linien. In meinem Fall habe ich zwei Stück und jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr die Maschen von den Raglan-Linien entweder in den Körper mitnimmt, also zum Vorderteil und Rückenteil aufteilt, oder in den Arm, aber normalerweise wird es dem Körper zugeschrieben. Ich mache das heute so, dass ich eine Masche noch mit zum Vorderteil nehme von der Raglan-Linie und die andere, diese hier, behalte ich für den Ärmel. Da könnt ihr einfach auch noch ein bisschen mit der Größe spielen. So, und nun werde ich die Ärmelmaschen stilllegen. Auch dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, und jetzt gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, hier diesen Ärmel stillzulegen. Ich nehme einfach hier so ein anderes Rundseil mit einem Stopper. Und das ist übrigens auch hier in diesem Set enthalten von Chago. Ihr könnt aber auch hier solche Maschenraffer verwenden und das damit auffädeln. Der ist jetzt etwas zu klein dafür, aber da gibt es auch größere zum Stilllegen von Maschen. Oder ihr zieht das Ganze mit einer Wollnadel auf einen Faden und fädelt ihn dann durch die Maschen und könnt dann den Faden verknoten und habt dann auch die Maschen stillgelegt. Also da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. So, ich nehme jetzt hier diese Stricknadel und fädel jetzt einfach die Maschen vom Ärmel hier auf. Das bedeutet stilllegen. So, das mache ich mal, bis ich hier wieder an dem Maschenmarkierer angekommen bin. Hier bin ich wieder angekommen an meiner Raglan-Linie. Maschenmarkierer könnt ihr rausmachen und da könnt ihr auch wieder überlegen, diese zwei Raglan-Maschen, wie ihr die verteilt. Wenn ihr jetzt nur eine Raglan-Masche habt, könnt ihr die auch ruhig hier dem Körper, also dem Rückenteil, zuteilen. Ich mache jetzt wieder eine dem Ärmel und die andere dem Rückenteil. So, jetzt habe ich das hier raufgezogen. Jetzt kann ich das hier einfach mit diesem Nadelsystem hier wieder abschrauben und so einen Stopper reinmachen. Wie gesagt, es geht aber auch ganz easy, einfach mit einem ganz normalen
am besten so Kontrastfaden. Dann habt ihr hier statt dem Seil jetzt diesen Faden drin und macht dann nochmal einen Knoten rein, dass sich das Ganze auch nicht auflöst. Der erste Ärmel ist stillgelegt. Jetzt geht es weiter. Und zwar wird jetzt das Vorderteil mit dem Rückenteil verbunden. Und ich werde, also da könnt ihr entweder direkt weiter stricken, wenn ihr auch schon genug Platz habt. Wichtig ist hier diese Stelle, das zeige ich euch mal. Am besten messt ihr hier nochmal an eurem Pulli diese Stelle hier von unterer Achsel zu unterer Achsel. Das ist diese. Und wenn ihr das beim Vorderteil schon erreicht habt, könnt ihr auch direkt weiter stricken. Wenn ihr aber auch ein bisschen mehr Platz haben wollt unten am Ärmel, werden meist noch ein paar Maschen dazu angeschlagen zum Übergang. Und das werde ich jetzt machen. Also ich werde jetzt einfach 5 Maschen noch zusätzlich anschlagen. Moment. So. Wenn ich dann mal hier das Video mal beseitige. So, jetzt. Also die Ärmelmaschen, die lege ich mir jetzt mal weg. So. Und genau, also wie gesagt, hier ist jetzt das Vorderteil, das Rückenteil werde ich jetzt miteinander verbinden. Und oft ist es gut, wenn man dazu einfach für den Übergang noch ein paar zusätzliche Maschen anschlagt. Ich werde es jetzt 5 Maschen zusätzlich anschlagen. Dafür nehmt ihr euch den Faden so in die Hand. Hier ist der Daumen. Geht mit dem Daumen einmal von oben nach unten hier rum. Und dann mit der Stricknadel hier in diese Daumenschlinge rein. Und könnt dann hier so ganz leicht Maschen anschlagen. 1, hier rein, 2, 3, nicht zu fest, 4 und 5, weil wenn wir die später wieder abstricken, dass dann die Maschen relativ eng liegen, also nicht ganz fest anziehen. So, die 5 Maschen sind angeschlagen und jetzt strickt ihr hier einfach am Körper weiter. Jetzt befinde ich mich ja wie gesagt am Rückenteil. Erste Masche ziehe ich hier nochmal schön fest. Und stricke jetzt die Maschen vom Rückenteil ganz normal ab, bis ich hier wieder zu meinem anderen Maschenmarkierer ankomme, der auch wieder unseren Arm abteilt. Also jetzt einfach weiter stricken wieder, bis ihr zum nächsten Maschenmarkierer angekommen seid. So, gleich bin ich jetzt auch hier angekommen und mache auf dieser Seite dann genau das gleiche nochmal. Hier sind wieder meine beiden Raglanlinien. Eine kommt zum Rückenteil und hier die kommt zum Ärmel. Und jetzt hole ich mir wieder hier eine andere Nadel und fädel hier wieder die Ärmelmaschen auf. Mache ich jetzt mal. So, hier bin ich wieder angelangt. Den Maschmarkierer kann ich jetzt auch rausmachen von den Raglanlinien. Einer kommt noch zum Ärmel dazu und dieser kommt zum Vorderteil. So, und jetzt kann ich auch hier einen Stopper reinmachen. Da ist er. Und habe jetzt auch hier den
zweiten Ärmel stillgelegt. Dann macht ihr das gleiche wieder wie vorhin auch. Also wenn ihr vorhin 5 Maschen hier für den Übergang angeschlagen habt, macht ihr das jetzt hier auch an dieser Stelle. Also ich werde jetzt hier zum Rückenteil, vom Vorderteil nochmal 5 Maschen anschlagen, wie vorhin auch. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt wird dann hier direkt weiter gestrickt. Und somit ist dann das Rückenteil mit dem Vorderteil verbunden und die beiden Ärmel sind stillgelegt. Ich zeige euch jetzt noch einmal die Stelle. Also ich stricke jetzt wieder hier bis zu meinem runden Anfang und dann zeige ich euch kurz die Stelle, wo wir die Maschen aufgenommen haben, wie ihr das dann noch macht. Bis dahin stricke ich jetzt mal einfach ganz normal in glatt rechts weiter. So, ich bin jetzt an dem ersten stillgelegten Ärmel angekommen, hier an diesem Übergang, wo ich die 5 Maschen angeschlagen habe. Und die strickt ihr einfach normal ab. Das geht am Anfang vielleicht etwas schwieriger. 2, 3. Ja. 4. Und hier am Übergang könnt ihr dann jetzt ganz normal weiter stricken nach dem Übergang. So, und das war's. Jetzt ist, wie gesagt, das Vorderteil mit dem Rückenteil verbunden. Ärmel sind stillgelegt. Und jetzt strickt ihr so lange, wie ihr den Pullover haben wollt. Und anschließend dann noch so ein Bündchen, wieder so 5 cm. Das mache ich wie oben auch, indem ich eine Masche rechts verschränkt, eine Masche links stricke. Das war das Video zum Thema Ärmel stilllegen. Und weitere Videos zum Thema Raglan-Pullover stricken findet ihr in meiner Playlist. Die verlinke ich euch unten noch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und bis zum nächsten Mal. Bis bald, eure Maschenmarie.